Hi, ich bin Mika, Schülerpraktikant hier am Sächsischen Landtag. Und heute interviewe ich Franziska Schubert von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Kommt mit! Du bist seit 2014 im Landtag. Ja. Was hast du vorher gemacht? Ich habe verschiedene Sachen gemacht. Ich habe zum Beispiel an der Uni in Dresden unterrichtet. Also ich bin eigentlich Geografin von Haus aus und komme aus der Regional- und Stadtentwicklung. Und ich habe nebenbei immer gearbeitet mit jungen Leuten. Also ich habe 15 Jahre die Bildungsarbeit gemacht in Sachsen fürs freiwillige ökologische Jahr. Und ansonsten habe ich mich engagiert in allen möglichen Vereinen mit dem Schwerpunkt Ökologie. Was sagen denn deine Freunde und Verwandten dazu, dass du jetzt im Landtag sitzt? Also ich glaube, die haben sich dran gewöhnt. Ich glaube, das war am Anfang komisch, war auch für mich komisch, als ich mich das erste Mal auf einem Plakat gesehen habe. Aber für die ist es natürlich ganz spannend, weil die da so hautnah auch mitkriegen, was eigentlich Politikerinnen und Politiker machen. Und die sagen dann oft, es ist gut, dass wir dich kennen, wir haben das vorher nicht gewusst und es ist gut, dass wir jemanden haben, den wir fragen können, wo wir sehen, wie das so läuft. Was findest du denn bei dem Job als Abgeordnete gut? Was macht dir Spaß? Mir macht es Spaß, dass ich ganz aktiv Sachen auch gestalten kann, also verändern kann auch. Und ich treffe halt ganz viele Leute. Und das ist richtig gut, weil ich finde das spannend. Ich bin da sehr aufgeschlossen und ich finde, das fetzt, dass man auch immer so unterschiedliche Perspektiven kriegt, dass man unterschiedlich in Sachsen unterwegs ist, das Land ganz gut kennenlernt. Naja, und tatsächlich auch als Politikerin, wir regieren ja mit, Dinge verändern kann. Das gefällt mir gut. Und was gefällt dir nicht so? Was nervt dich vielleicht auch teilweise ein bisschen? Manchmal nervt es mich, dass die Sachen so lange dauern. Ich finde, manche Dinge könnte man schneller machen oder schneller zu Entscheidungen kommen, aber da gibt es halt die Regeln, die einfach in der Politik so sind. Da würde ich mir wünschen. Mich nervt auch, dass manchmal Verwaltung und Politik durcheinander gebracht werden. Also wir werden immer als Politikerin oder Politiker verantwortlich gemacht für Sachen, für die wir vielleicht gar nicht zuständig sind. Und was auch ein bisschen schwierig ist bei dem Job ist, man arbeitet halt sehr viel, weil man das ernst nimmt und vieles schaffen will. Und da bleibt halt nicht so viel Zeit für Freizeit oder Familie oder für Freunde. Vielen Dank für das Gespräch. Und falls ihr noch weitere Interviews mit Abgeordneten sehen wollt, schaut einfach mal auf dem YouTube-Kanal vom Landtag vorbei. Bis dahin, tschüss.